Zum Einstieg möchte ich euch einfach fragen, wie geht es euch nach diesem bewegten Jahr? Ich denke an Hanau, an die wiedererstarkte Black Lives Matter-Bewegung, auch in Deutschland, an SARS, also die Special Anti-Robbery Squad, an Covid-19. Was macht es mit euch, auch zu beobachten, wie sich das entwickelt? Manches wieder abflacht. Und wie wirkt sich das auch auf eure Arbeit momentan aus? Sarah, magst du anfangen? Ja, Ja, wo anfangen bei diesem so strapaziösen 2020, das ja auch anscheinend noch lange nicht zu Ende ist. Ja, da waren viele neuartige Erfahrungen mit dabei in diesem Jahr. Jetzt fragst du ja wahrscheinlich auch ein Stück weit sozusagen professionell in Bezug auf das, womit wir uns beschäftigen. Und ich würde sagen, es ist ja so ein Stück Berg- und Talfahrt. Unseren städtischen Betrieb erlebe ich auch ein Stück weit als Ort, der nach und nach begreift, dass Wandel passieren muss. Dass Strukturen sich vielleicht ein Stück weit abgenutzt haben und sich vielleicht sogar auflösen und durch neue Zugänge ersetzt werden müssen. Aber das ist das Bigger Picture. Natürlich haben auch wir jetzt als städtischer Betrieb, als Bildungseinrichtung erkannt, wir müssen jetzt auf digitale Formate umstellen. Und wohl wissend, dass ein Teil der Inhalte, auf die wir uns fokussieren, natürlich auch schwer über den Bildschirm zu vermitteln sind, weil unser Geschäft, die Pädagogik und die Vermittlungsarbeit ja im Wesentlichen Beziehungsarbeit darstellt. Ja, dies nur als ein Glimps. Und dann kam ab Mai, nach dem Lockdown, kann man ja sagen, nochmal trotz Corona Schwung in die Sache, weil eben globalerweise die Demonstrationen stattfanden, nach den wiederum nicht zum ersten Mal furchtbaren Vorfällen in Amerika. Und ja, dann kommt immer, wenn sowas passiert, muss ich leider ja auch ein Stück weit sagen, Schwung in die Sache, weil dann kommen gehäuft Anfragen von Schulen, von einzelnen Lehrkräften. Und natürlich nehme ich dann auch wahr, nehmen wir im Team wahr, dass es so wieder ein neuartiges Interesse gibt, sich mit Diskriminierung, Rassismus, Ausschlussmechanismen zu beschäftigen. Und dass die Sensibilitäten sozusagen etwas klarer oder mehr an die Oberfläche kommen. Ja, und darüber sprechen wir dann sicher noch, weil ich würde natürlich lügen, wenn ich mich bei solchen Anrufen dienstlicher Natur nicht immer auch noch ein bisschen zusammenreißen muss. Ich persönlich beschäftige mich jetzt an die 30 Jahre mit dem Thema und natürlich arbeite ich mich da auch immer noch und immer wieder ab. In meiner Beratungstätigkeit muss ich dann schon auch ja auch mit Menschen ins Gespräch kommen und immer wieder eine gute Sprache finden, damit ich initiieren kann, dass wir Workshops, Seminare an die Schulen bringen können, damit junge Menschen davon profitieren kommen und damit das dann eben auch das Bewusstsein wirklich im Klassenzimmer landet. Nun gut, wir bleiben da dran, deswegen das nur als winziges kleines Stimmungsbild. Ja, ich bin schon angestrengt nach diesem Jahr, aber gleichwohl, sonst würde ich es ja nicht schon 30 Jahre machen, wir bleiben dran. Und es ist auch schön, wenn sozusagen ein Stück weit, ja, über den Mainstream auch, nicht nur, aber auch im Mainstream dann ein Stück weit Rückenwind spürbar wird, ne? Und die Dinge eben wirklich Notwendigkeiten bekommen, sich damit zu befassen. Danke, Sarah. Ja, Jennifer, du kommst ja direkt aus der Schule. Also wie Sarah schon meinte, diese ganzen Ereignisse ist ja nichts Neues. Und deswegen, ich glaube,
es hat, also für mich persönlich hat es nur dafür gesorgt, dass ich nochmal alles in Perspektive setze und mir nochmal darüber im Klaren werde. Also ich war schon immer der Meinung, dass wir für uns selber kämpfen müssen, für uns selber einstehen müssen, aber dieses Jahr hat mir dann nochmal wirklich klar gemacht, dass es halt einfach ein Fakt ist, denn Menschen, die nicht betroffen sind, werden sich erst für diese Sachen interessieren, sobald die in den Medien präsent sind. Und das ist halt problematisch. Deswegen müssen wir uns selber bilden und selber nach Antworten suchen und selber Lösungen finden. Und ich glaube, dieses Jahr hat es auch wirklich gezeigt, also alleine die Corona-Situation hat doch mal das ganze Bildungssystem aufgeworfen und dann die einzelnen Ereignisse jetzt in verschiedenen afrikanischen Ländern mit SARS, was in Kongo los ist, was eigentlich schon seit längerem so ist, aber jetzt werden wir alle erst darauf aufmerksam, sorgen halt nochmal dafür, dass uns dann auch nochmal klar wird, also jetzt wirklich Afrikanern oder afrikanischstämmigen Menschen nochmal klar wird, so hey, okay, irgendwas läuft da nicht ganz rund und ich bin theoretisch auch betroffen. So, ich sollte was machen und ich muss auch Lösungen suchen und nicht darauf warten, dass die Regierung irgendwas macht oder dass die Lehrer mir irgendwas sagen, was mir helfen wird. Denn das werden sie nicht tun. Solange sie selber nicht betroffen sind, werden sie nichts machen. Und deswegen müssen wir anfangen, für uns selber einzustehen. Also nicht mal anfangen, wir müssen es einfach machen. Wichtiger Punkt. Koma, willst du da gleich ansetzen? Ich kann dazu sagen, also es wurde schon viel über Bildung und jetzt über die Corona-Situation diskutiert. Ich kann halt nur ergänzen, dass ich habe während der Corona-Situation sehr stark auf das afrikanische Kontinent geschaut, weil ich mich halt zu diesem Kontinent sehr stark verbunden fühle. Und mir ist halt aufgefallen, dass die Corona-Krise in Afrika ganz anders behandelt wurde als jetzt hier in Europa. Zum Beispiel, es wurde wieder mehr auf traditionelle afrikanische Medizin gesetzt, über Pflanzen, über Sachen, die immer belächelt wurden, vor allem seit der Kolonialzeit. Wir haben ja heute über die Kolonialzeit oder als Begriff Kolonialzeit gehabt. In dem Sinne, dass die Art und Weise, wie wir Afrikaner Medizin praktizieren, wurde ja belächelt, damit wir die Medizin praktizieren, so wie die Europäer es machen. Und diese ganze Corona-Krise hat es wieder dafür gesorgt, dass die Menschen sich wieder mehr mit dieser traditionellen Geschichte oder Medizin auseinandersetzen. Und das hat mich wirklich gefreut, in dem Sinne, dass die Krise in Afrika nicht so starke Konsequenzen hatte, wie jetzt zum Beispiel in europäischen oder anderen westlichen Ländern hatte. Und es zeigt uns vor allem, also auch die Diaspora, die vielleicht manchmal diesen paternalistischen Blick haben oder dieses etwas von oben herab Blick haben gegenüber Afrikanern, dass wir von Afrika sehr viel lernen können, dass wir uns an Afrikanern ebenfalls integrieren müssen und nicht immer dieses dominante Unterdrückergefühl gegenüber Afrikanern haben können. Und ich denke, diese Krise hat es auch gezeigt. Und nochmal zu ergänzen, was jetzt die ganze Black Lives Matter Demonstrationen angeht. Für mich, ich habe das mehr so als Hype wahrgenommen. So, ja, okay, es ist wieder was passiert. Man hat halt kurz drüber geredet, aber wir müssen halt wissen, dass für uns Schwarze, das ist ein Kampf, den wir führen, seitdem wir geboren sind. So, es ist kein Hype für uns. Und ich habe es mehr so gefühlt, dass es mehr darum, dass eine Partei quasi, die Demokraten jetzt Black Lives Matter quasi als Sprungbrett benutzt haben, um einfach wiedergewählt zu werden. Und peu à peu merkt man einfach, wie dieser Hype verschwindet. Und dieselben Probleme sind wieder da. So, die Schwarzen, Latinos, die leben dann weiter in den Ghettos unter unmenschlichen Bedingungen und es ändert sich nichts. Und deswegen denke ich, es sollte mehr ein Denkanstoß für uns sein, dass wir wirklich die Art und Weise, wie wir kämpfen und die Art und Weise, wie wir uns bilden, dass wir die verändern. Und dass wir auch vielleicht in der Geschichte schauen, was unsere Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind während diesem Kampf, was die gemacht haben und dass wir uns daraus inspirieren, wirklich, um eine große, starke Community zu bilden. Das ist so mein kleiner Denkanstoß. Danke dir. Modupe, wie geht es dir? Ja, also eine sehr bewegte Zeit mit sehr viel Selbstreflexion und Innehalten. Eine Zeit, die für uns schon neu ist, insofern, dass die jetzige Situation sehr viele Lebensbereiche betrifft. Und ich denke dabei nicht nur an die schwarzen Communities, afrikanischen Communities, Anfang des Jahres ist Hanau passiert. Dann Halle, ein Ereignis, also rassistische Übergriffe. Ich denke dabei auch an die vielen geflüchteten Menschen in den Flüchtlingslagern,
Geflüchteten Unterkünften, das, was in Moria passiert ist, der Anschlag. Ja, also es ist eine sehr aufwühlende Zeit, schafft auch sehr viel Orientierungslosigkeit, Desorientierung, wie können wir damit umgehen? Es gibt viele marginalisierte Communities, die extrem davon betroffen sind, von dieser Corona-Krise. Da muss man auch nochmal die Frage aufwerfen, warum ist das so? Liegt es an den soziopolitischen Bedingungen, an bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, dass auch afrikanische Communities hier in Europa sehr stark betroffen sind, auch wenn wir in die USA schauen. Und was kulturelle Bildung anbetrifft, ist es eine sehr schwierige Situation, weil Gesellschaft lebt auch von Interaktion, von Beziehungen. Wir müssen uns da alle umstellen, damit wir überhaupt noch in Kontakt bleiben. Und ja, so ist es eben. Wir richten uns darauf ein und schauen, wie es in Zukunft weitergeht. Dabei braucht, also mit Inhalten meine ich aber jetzt nicht unbedingt erstarren in der Situation, sondern neue Kraft schöpfen, regenerieren auch, um neue Projekte anzugehen, um neue Visionen zu entwickeln, auch im Hinblick darauf, was unsere Visionen anbetrifft hinsichtlich der afrikanischen Communities, Pläne machen. Genau. Also es ist auch eine Zeit, in der wir viel reflektieren können darüber, wie wir unsere Kraft effektiv und gut einsetzen können. Danke, Mutuppe. Fatma, wie siehst du das? Machst du Pläne? Wie geht es dir im Moment? Ja, es ist schon schwierig, ein bisschen Pläne zu machen, weil es geht manchmal doch nicht so, wie man es geplant hat. Ich denke nur vor allem an die Eltern, also vor allem Migranteneltern, die so Schwierigkeiten haben, auch mit der Digitalisierung. Also da merkt man, wie wichtig halt dieser Punkt jetzt ist. Das wird dann durch diese Krise klar. Und dass die Kinder auch so mit den Hausaufgaben und dann mit den Eltern, die kriegen ja eh so wenig Unterstützung. Und dann noch diese Überforderung und da merke ich, kriege ich auch sehr viel mit, was für Schwierigkeiten die haben und wie die Eltern da wirklich nicht unterstützen können. Und auch so häusliche Gewalt und solche Sachen bei manchen Familien, wo man einfach nicht weiß, wo man sich jetzt, an was man sich jetzt wenden soll und wo man am besten helfen kann. Ja. Danke. Amadou, wie schätzt du das Ganze ein? Wie wirken die letzten Monate auf dich und deine Arbeit? Ja, auch etwas schwierig. Ja, nicht etwas, sondern wirklich schwierig. Ein Punkt möchte ich angreifen, vor allem von Bruder Krumer, die gerade gesagt hat, also das ist auch ein Punkt, wo ich sagen kann, ich bin froh. Am Anfang dieser Pandemie, wir haben ja gehört, von einigen WissenschaftlerInnen, die eine Prognose, dramatischen Prognose für Afrika gemacht haben. Also da bin ich wirklich sehr froh, dass es nicht so der Fall ist. Und da kann ich bestätigen, was er gesagt hat. Ich war ja selber in den ersten Lockdown-Zeit in Burkina Faso. Ich war da 5 Monate. War eigentlich erstmal für 3 Wochen, konnte ich aber nicht zu dir kommen, weil es keinen Flug mehr gab. Und deswegen kann ich bestätigen, was er gesagt hat und noch bekräftigen, dass ich wirklich froh bin, dass die Situation in den Ländern Afrika
nicht so dramatisch ist. Du hast ja drei Ereignisse genannt in deiner Fragestellung. Also die jetzige Situation, was ich gerade angesprochen habe, aber auch Hanau und Black Lives Matter. Noch im, beim Covid, in Corona-Situation hier in Deutschland, allgemein im Norden, merke ich, dass das ist eine Zeit, wo der Rassismus sozusagen noch sichtbarer geworden ist. Das habe ich ja sogar vom Burkina Faso aus Geflüchteten und anderen hier in Deutschland beraten, wo eine Gruppe von Geflüchteten zum Beispiel ja, in Quarantäne sozusagen geschickt wurden. Und wir wissen, warum sie das getan haben. Das hat nichts mit dem Schutzmaßnahmen, sondern es war einfach eine rassistische ja, Akten. Wir haben in ja, den Supermärkten und so weiter so viele Schwierigkeiten als schwarze Menschen leben müssen. Also die Fälle kann man sozusagen eine lange Liste zitieren oder darstellen. Aber ich lasse diesen Punkt erstmal so. Zu Hanau. Ich beobachte die jetzige Situation noch sehr besorgt, weil es ja Rechtsextremisten, Rassisten weiten sich weiterhin aus. Wir merken gerade, wie es jetzt läuft, bis hin zu Querdenkerbewegung sind sie ganz aktiv und unterwegs. Und ich sehe nach diesen ja, schrecklichen Ereignissen etwa wie eine Kontinuität, was wir damals sogar bei NSU erlebt haben. Ja? Nämlich, dass Angehörigen wirklich nicht so ja, als Opfer wahrgenommen werden. Warum sage ich das? Vielleicht viele wissen das nicht. Die Angehörigen von den Opfern von Hanau wurden sogar von Sicherheitsbehörden kontaktiert und gesagt bekommen, dass der Vater von der Täter nichts was passieren darf, weil wir hier in einer Rechtsstaat leben. Also das ist eine Ansage zum Beispiel, was die Angehörigen von Opfern in Hanau hören müssen. Also und für mich, das ist eine Kontinuität. Ja? Das heißt, wir haben missgelernt, die Sicherheitsorgane haben missgelernt, was in, damals mit dem NSU und so weiter passiert.